Aber es sind auch die verantwortlich, die es nicht verhindern, obwohl sie es könnten. Aber Putin kann man doch nicht verhandeln, hallt es einem dann sofort wieder entgegen. Was ist denn das für ein Quatsch? Zur Beilegung der Kuba-Krise haben die USA mit Chruschtschow verhandelt. Ich bezweifle, ob der so viel netter war. Am Ende des Afghanistan-Krieges haben die USA mit den Taliban verhandelt, einer islamistischen Terrormiliz. Und mit den saudi-arabischen Diktatoren und Kriegsverbrechern, die nicht nur mal eben einen Journalisten zersägen, sondern regelmäßig Oppositionelle köpfen oder zu Tode peitschen und mit ihren Bombardements im Jemen schon 80.000 Kinder ermordet haben. Mit denen wird nicht nur freudig verhandelt, seit Neuestem liefern wir ihnen sogar schon wieder Waffen. Das hat die edle, hochmoralische Ampelregierung ja gerade mal mit ihrer grünen Völkerrechtsaußenministerin beschlossen. Das ganze Gerede, man könne nicht mit Putin verhandeln, ist doch eine einzige Farce. Und ich finde, wir sollten uns nicht mehr für so dumm verkaufen lassen. Es wurde ja längst mit Putin verhandelt, übrigens auch schon nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs und teilweise sogar erfolgreich, etwa über das Getreideabkommen, in dessen Ergebnis jetzt zumindest schon wieder Schiffe übers Schwarze Meer fahren, die Getreide transportieren. Oder auch darüber wurde verhandelt, dass internationale Experten sich am Schutz des Atomkraftwerks in Saporizhia beteiligen können und dafür Zugang bekommen. Auch das war erfolgreich. Auch einige Gefangenenaustausche wurden verhandelt. Es waren allerdings nie, und das ist dabei interessant und erschreckend, nie waren es westliche Staaten, die die Initiative für solche Verhandlungen ergriffen haben. Denn hier gilt ja das Mantra, dass Verhandlungen mit Putin völlig sinnlos seien. Es waren immer Schwellenländer, es war vielfach die Türkei, die das gemacht hat. Aber die Wahrheit ist doch, mit Verhandlungen wären wir schon viel, viel weiter. Mit Verhandlungen hätte man diesen Krieg wahrscheinlich sogar verhindern können. Und auf jeden Fall hätte man ihn längst beenden können. Darauf haben seriöse Experten ja immer wieder hingewiesen. Da fällt einem als erstes natürlich Klaus von Dohnanyi ein, der Grand Seigneur der SPD und ehemalige regierende Bürgermeister von Hamburg. Ja, es gab in dem Amt tatsächlich früher mal sehr respektable Persönlichkeiten. Der hat öffentlich immer wieder darauf hingewiesen, dass der Ukraine-Krieg wahrscheinlich nie stattgefunden hätte, wenn Biden bereit gewesen wäre, mit Russland über die Frage der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine auch nur zu reden. Und auch der Strategiedirektor eines wirklich renommierten Instituts und Thinktanks des Quincy-Instituts, das übrigens von den Milliardären Koch und George Soros finanziert wird und daher wohl kaum im Verdacht irgendeiner Russlandfreundlichkeit steht. Dieser Strategiedirektor hat diese Woche in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung wörtlich gesagt: Ich glaube, das ist ein Krieg, den man hätte verhindern können. Und er verweist dabei ebenfalls auf die NATO-Frage und betont, dass der Krieg mit etwas gutem Willen und Kompromissbereitschaft auch längst hätte beendet werden können, der Westen allerdings mehrere Gelegenheiten dazu ungenutzt hat verstreichen lassen. Oder nehmen wir den renommierten US-Ökonom Jeffrey Sachs. Der hat kürzlich in einem Interview in Bezug auf den Krieg betont, es gibt allerdings einen Ausweg, der offen zutage liegt. Dass die NATO sagt, wir nehmen die Ukraine nicht in die NATO auf. Punkt. Diese Lösung hätte den Krieg verhindert. Und sie hätte den Krieg bereits im März zu einem Ende gebracht, als Russland und die Ukraine unter der Vermittlung der Türkei einer Lösung nahe waren und das auch öffentlich sagten. Viele von uns sind der Auffassung, dass die USA diese Verhandlungslösung verhindert haben. Soweit Jeffrey Sachs. Und er ist nicht irgendwer. Er ist der Direktor des UN Sustainable Development Solution Network, also eines wichtigen Netzwerks der UNO. Und er ist eine der wichtigsten Stimmen in der ökonomischen und politischen Debatte der USA. Selbst deutschen Medien dürfte es schwerfallen, ihn pro-putinistischer Sympathien zu verdächtigen. Deshalb hat man sein Interview wahrscheinlich auch lieber gleich ganz verschwiegen. Und Jeffrey Sachs sagt hier drei wichtige Dinge. Er sagt erstens, der Krieg wäre verhinderbar gewesen. Und zwar vom Westen durch Entgegenkommen, insbesondere von Washington. Er sagt zweitens, der Krieg hätte bereits im März beendet werden können, als eine Verhandlungslösung unter Vermittlung der Türkei in greifbarer Nähe war, allerdings dann mutmaßlich vor allem von den USA verhindert wurde. Und er sagt drittens, der Krieg könnte immer noch relativ schnell beendet werden, wenn die USA dies tatsächlich wollte und zu Zugeständnissen in der NATO-Frage bereit wäre. Und für die These von Jeffrey Sachs spricht, dass in der US-Zeitschrift Foreign Affairs, die wichtigste außenpolitische Zeitschrift in den USA übrigens und durchaus eine Art Sprachrohr der US-Außenpolitiker, dass dort vor kurzem ein Artikel erschien, in dem mit Verweis auf Quellen in der US-Administration die Inhalte des damals fast erreichten Friedensschlusses skizziert wurden. Danach hatten sich Russland und die Ukraine darauf verständigt, dass sich Russland aus allen seit dem 24. Februar 2022 eroberten Gebieten zurückzieht,
im Gegenzug die Ukraine auf einen NATO-Beitritt verzichtet und dafür Sicherheitsgarantien von verschiedenen Staaten erhält. Ja, was für eine vernünftige Lösung wäre das doch gewesen, von wegen Unterwerfung, Kapitulation und was immer erzählt wird. Und interessanterweise sagt die Zeitschrift damit sogar das Gleiche wie Putin in seiner Rede zur Teilmobilmachung, in der er auch auf das damals fast erreichte Abkommen verweist und seinen Inhalt exakt genauso wiedergibt. Also selbst für Leute, die hinter jeder Äußerung Putins Lüge und Betrug wittern, und natürlich wird in Kriegen immer gelogen, ist das doch immerhin eine bemerkenswerte Übereinstimmung, würde ich sagen. Dass die Vereinbarung am Ende nicht an Russland, sondern an einer Intervention von Boris Johnson mit Rückendeckung der USA scheiterte, der extra nach Kiew gereist ist, um Selenskyj unter Druck zu setzen, das Abkommen nicht zu unterzeichnen, das wurde bereits in verschiedenen Artikeln beschrieben. Und es war im September auch noch einmal in einem Beitrag des besagten Quincy-Instituts zu lesen. Und interessant, besonders interessant, ist die dort ebenfalls nachzulesende Begründung für diese Intervention von Johnson, die immerhin einen Friedensschluss verhindert hat, der zehntausenden Menschen das Leben gerettet hätte, der uns alle vor den Katastrophen bewahrt hätte, auf die wir augenblicklich zusteuern. Ja, und die Begründung, so heißt es dort, zur Begründung hätte Johnson erstens argumentiert, dass man mit einem Kriegsverbrecher wie Putin eben nicht verhandeln dürfe. Naja, das ist weder neu noch originell. Viel interessanter ist die zweite Begründung, die Johnson für den Abbruch der Friedensgespräche angeführt haben soll. The West isn't ready for the war to end. Der Westen ist nicht bereit für ein Ende des Krieges. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Westen, sprich vor allem die Vereinigten Staaten und Großbritannien, ist nicht bereit für ein Ende des Krieges. Das war nach der Veröffentlichung des Quincy-Instituts die Begründung, die wesentliche Begründung von Johnson, warum Selenskyj dieses Abkommen nicht unterschreiben soll. Also das Ende war möglich, man wollte es nicht. Das ganze Desaster könnte längst vorbei sein. Niemand müsste Angst vor Horrorrechnungen, einem Energieblackout oder noch viel schlimmer einer Ausweitung des Krieges und einem atomaren Inferno haben. Alles könnte seit April vorbei sein. Aber nein, the West wasn't ready for the war to end. Er war nicht bereit. Also ging das Sterben weiter. Das unendliche Leid, die Flüchtlinge, die Zerstörungen. Das muss man sich erst mal vorstellen. Ich meine, jetzt mittlerweile, klar, wurden Gebiete der Ukraine an Russland annektiert. Das wäre mit dem damaligen Friedensschluss verhindert worden. Und wir stehen an der Schwelle eines atomaren Weltkriegs. Und jetzt, ist man jetzt endlich ready for the war to end? Oder wie weit soll die Eskalation noch getrieben werden? Ich finde, diesen Leuten, die verantwortungslos mit unser aller Schicksal und Leben spielen, denen muss endlich Einhalt geboten werden. Und was die europäischen Regierungschefs jetzt machen müssen, das liegt doch auf der Hand, massiven Druck auf US-Präsident Biden ausüben, statt in bedingungslosem Gehorsam dem eigenen wirtschaftlichen Untergang zuzuschauen und womöglich in einen gesamteuropäischen Krieg hineinzutaumeln. Druck auf Biden beginnt damit, dass wir uns an dem sinnlosen Wirtschaftskrieg gegen Russland nicht mehr beteiligen. Denn der ist ja wesentlich dafür verantwortlich, dass die USA wirtschaftlich von der entstandenen Situation profitieren. Druck auf Biden heißt auch, ihm sicherheitspolitisch die Gefolgschaft zu verweigern und endlich wieder auf europäische Souveränität und eine europäische Friedensordnung zu orientieren. Die Europäer mögen aktuell tatsächlich nicht in der Lage sein, selbst erfolgreich mit Putin über ein Ende des Krieges zu verhandeln. Das mag so sein, denn der Schlüssel dazu liegt in Washington. Aber sie wären in der Lage, Biden dazu zu bringen, dass er sich erfolgsversprechenden Verhandlungen nicht länger verschließt. Und ich finde, das wäre ihre verdammte Pflicht. Und spätestens auf dem G20-Gipfel Mitte November in Bali muss es ein Treffen zwischen Biden und Putin geben. Aber vernünftige Verhandlungen auf diplomatischer Ebene, die sollten sofort beginnen. Denn es muss alles getan werden, um die Eskalation zu stoppen. Die Situation ist hochgefährlich. Die Kuba-Krise, in der die Menschheit vor 60 Jahren schon einmal im Abgrund stand, wurde damals durch diplomatische Bemühungen und durch eine für beide Seiten gesichtswahrende Lösung. Die Russen zogen ihre Raketen ab, aber die Amerikaner zogen ihre auch aus der Türkei ab. Das war nämlich dem vorangegangen. Durch eine für beide Seiten gesichtswahrende Lösung abgewendet. Genau das brauchen wir heute auch. Eine Lösung, eine diplomatische Lösung. Und wer sich dem verweigert, der handelt komplett verantwortungslos.